Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Splatoon 2 Ranked. Ich habe fast kein Skill mehr. Okay, so will ich es nicht nennen. So schlecht bin ich nicht. Definitiv nicht. Komm, taktisch vorgehen. Taktisch vorgehen ist das A und O. Seid mal nicht zu aggressiv drauf gehen darf. Also man sollte, Leute, taktisch vorgehen, nicht so spielen wie ich. Ja, also nicht so vorgehen wie ich, sagte ich ja bereits. Ja, also mal schauen, ich habe jetzt Reichweite, wie ich die Reichweite ins Platoon hasse, wie ich Waffen mit Reichweite ins Platoon hasse. Wie sie mich ekeln. Wenn es Waffen mit großer Reichweite sind. Die ekeln einen einfach nur noch an. Waffen mit so fetter Reichweite, egal. Ranked. Junge. Okay. Heißt, ich habe Schild, heißt, ich kann Scheiße bauen. Und, aber nicht, ja, so lange. Okay, ich verstehe. Ja, ich spiele Ranked, dann kommt wieder Fortnite, kommt dann Tag auch mal wieder. Ich hatte überlegt, jetzt hat dann schon zu bringen, aber irgendwie hatte ich dann jetzt keinen Bock auf, also, hatte ich jetzt keine Zeit, irgendwie um Fortnite aufzunehmen. Weil das ja immer relativ lang dauert. Na, falsch. Fade, genau. Fade, das wollte ich sagen. Nee, schade, ich hätte ihn fast bekommen. Okay, mal schauen. Coolio. Buja. Okay. Okay, also ich würde sagen, ich gehöre definitiv nicht zu den schlechteren Spielern. Aber bin jetzt auch, also aus der Runde definitiv nicht. Oh Gott, ja, das konnte ja nur schlecht enden. Hallo! Wie ich die ganze Zeit keine Tinte habe? Wieso habe ich ein Jahr lang keine Tinte? Die Tinte lädt sich komplett langsam auf, wenn man währenddessen auf Schießen oder sowas drückt. Also komplett langsam. Und das mit dem Buja bringt auch nicht so viel. BCD mit dem Cool. Weil heißt ja Coolkugel im Deutschen. Obwohl der englische Name um Welten besser ist. Buja Bomb. So, ich port mich einfach mal hin. Zum hinteren. Danke, hat jetzt echt lang gedauert. So. Einfach nur, weil die eine Bombe gerade explodiert ist, wenn ich da drüber bin. Vor allem, wieso kamen Haftbomben nicht mehr an? Wurde die nicht noch rechtzeitig geworfen? Okay, also ja, ich spiele Ranked ein bisschen. Alter. Es kotzt mich an, wenn ich keine Tinte habe. Woher? Woher? Das war, glaube ich, der randomste Zufallstreffer, den es gab. Es war niemals Absicht von dem. Also, das könnte ich mir nicht erzählen, dass das, dass der mich absichtlich gerade getroffen hat. Weil woher sollte er wissen, dass ich da bin? Alter. Junge. Geht alle sterben, bitte. Genau, dich habe ich gesehen. Ja, ein bisschen einfärben. Okay, Schild. So. Okay, ich hab konnte ein paar Gegnern vorbei. Und wollte noch einen Schuss am Boden feuern, aber mal. Wir führen auf jeden Fall ziemlich eindeutig, von daher ist mir eigentlich egal.
Okay, eindeutiges Führen ist gut. Gewinnen ist besser. Alter. Ja, weil die Schüsse auch connected haben, die letzten zwei Schüsse. Die haben absolut nicht connected, meines Erachtens. Aber gut. Runde gewonnen. Ja, Fortnite und Switch habe ich zurzeit nicht so viel Bock, weil, ja, ihr wisst Bescheid, Lags und so. Und da ich immer noch keinen PC habe, aber ich habe schon mal einen zweiten Bildschirm. Und zwar exakt denselben, aber den habe ich jetzt noch nicht aufgebaut, weil den brauche ich ja erst eigentlich dann, wenn ich PC habe oder wenn irgendwer kommt, mit dem ich zusammen zocke, der auch einen großen Bildschirm haben will. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Ich glaube, für den Kills, da war ich auf jeden Fall Top 4 und da würde ich sagen, ab in die nächste Runde. So, Anchubeat Games HQ. Oder Anchubeat Games HQ. Und wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Wieso spiele ich mit einem 3R-Schwapper? Ich weiß es nicht, weil ich Bock drauf habe. Wieso bin ich keiner, der Waffen aus der Meta spielt? Ich habe keine Ahnung, ob der 3R-Schwapper in der Meta ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung von der Meta derzeit. Aber ich spiele gerne Waffen, die mir Spaß machen. Das beinhaltet auch Waffen, die schlecht sind. Aber wenn sie mir Spaß machen, spiele ich sie. Okay. Ich meine, irgendwer muss es ja holen. Wir haben ein Schild, von daher passt. Ja. Okay, dann connecte halt nicht Goldfischkanonenschuss. Ich dachte gerade, dass er überlebt, weil er da durchgelaufen ist. Da kommt niemand, gell? Nope. Ey, ernsthaft? Also manchmal killt die Kugel absolut nicht und manchmal killt sie richtig schnell. Das wird interessant noch. Das war aber ein verzweifelter Versuch, irgendwas hinzukriegen. Das war auch ein verzweifelter Versuch, irgendwas hinzukriegen. Hey, ich bin die Eskorte. Ich weiß, dass ich sterbe. Da freut er sich, weil er uns getötet hat. Aber wir trotzdem führen. Wow. Oh no. Das ist wiederum absolut nicht gut. Oh nee, der ist weit hinten, da passt es schon. Danke. Hier ist niemand mehr. Perfekt. Oh, ich habe sogar durch die Explosion gekillt. Gäbe es irgendeinen Trick auf der Map, wüsste ich ihn gern, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe das nicht. Die killt so schnell teilweise und teilweise killt sie absolut nicht. Ich raff's nicht. Also, wenn ich damit Gegner treffe, dann kassieren jemand 3 Billiarden Hits und sterben trotzdem nicht. Die Skull an Feuern bringt doch absolut nichts. Ach. Naja. Ich wollte irgendwann in irgendwas S-Plus werden. Ich habe keinen Bock. Alter! Der hat mich nicht mal getroffen. Ich habe keinen Bock, das nicht mehr hinzukriegen. Haben wir jetzt einen Disconnect? Nee, ernsthaft. Ach komm, das ist doch lächerlich. Also zumindest verlieren die mir dann keine Punkte. Die Vorteile eines Disconnects. Sie sind weltbekannt. Jeder liebt ihn, den Disconnect. Ich kümmere mich mal lieber um den da vorne. Ah, ja. Einfärben schadet nie. Kannst bitte nicht verrecken? Ich habe dich gebeten, dass du nicht verreckst. Und du meinst, hey, lass mal verrecken. Alter, ich hasse diese Ult. Habt ihr gesehen, wie schnell die jetzt gekillt hat? Und das coole Anfallen bringt doch absolut nichts. Wenn man down ist oder keine Ahnung, wann das was bringt. Ich kenne mich in der Kugel gucken nicht aus. Ich mag es aber auch absolut nicht. Junge. Geh sterben.
Alter. Komm. Die Bombe wird nicht abgefeuert. Ich werde aggressiv, aber was soll's. Der Typ ist da hinten, die Gegner führen, die Gegner werden so oder so gewinnen. Wir haben doch keinen Disconnect, der Typ war einfach nur für ein Jahr lang down. Aber ich bin ganz ehrlich, ein inkompetentes Team ist viel schlechter als ein Disconnect. Ich hasse es, wenn mich kein Tinte habe. Hallo, geh sterben, danke. Weil es, Problem ist, wenn man das Problem ist, im inkompetenten Team, du oh Gott. Hä? Ich hab den, wieso hab ich den nicht getroffen? Ich stand direkt vor ihm. Ich hab den, das war vorhin auch schon so. Ich hab dem jetzt halt zwei Hits gegeben, die nicht als Hits. Hä? Die wurden nicht als Hits angenommen. Es war komplett auf ihm drauf. Aber gut, dann halt nicht. Ist ja logisch, würde ich sagen. Vollkommen, by the way, wieder zu spät. Ihr habt mit Abstand die meisten Kills. Super Team. 1A. 1A-Team. Da verliert man Punkte, weil das Team einfach nur scheiße ist. Geil. Deshalb liebe ich Ranked, weil man damit Random Mates spielt, die komplett scheiße sind. So, auf der Störwift beginnt die dritte Runde. Die dritte und letzte Runde. Das heißt, nochmal alles geben und ich muss privat oder in Streams spielen, damit ich im Ranked vorankomme. Im Schnitt gewinne ich ja mehr, aber ja, manchmal ist schon ziemlich abfuck. Okay. Genau das wusste ich. Will ich mich gerade verarschen? Das war schon wieder so ein Fall, aber es war jetzt nicht so der offensichtlichste Fall von Betrug. Aber ein kleiner Betrug. Ich werde stall. Alter! Ja, zumindest auch getötet. Und das cool anfangen bringt jetzt, wenn man tot ist. Das war das größte Chaos der Welt gerade eben. Und alle von uns sind down. Uff. Okay. Den wollte ich töten. Dass ich sterbe, war durch. Die Goldfisch kommen sowieso klar. Hallo, aufhalten, please. So. Ich das Jetpack hasse. Alter, okay. Sind zumindest hartnäckige Gegner. Das gefällt mir. Also eigentlich mag ich hartnäckige Gegner. Nicht falsch verstehen. Auch wenn man natürlich öfters angepisst ist von den Gegnern. Ich empfinde hartnäckige Gegner grundsätzlich als was Gutes. Okay, ich habe den Goldfischgegner getötet. Also, weil wenn man jetzt die ganze Zeit nur easy gewinnt, ist auch langweilig. Und deshalb finde ich hartnäckige Gegner grundsätzlich gut. Aber manchmal gehen sie dir natürlich trotzdem mega auf die Nerven. So. Keine Tinte ist nicht belastend. Ha, Halleluja. Wieso geht der da lang? Komm. Es ist gerade. Alter. Ziemlich belastend. Was zum Teufel geht hier gerade ab? Das war irgendwie richtig seltsam an dieser Kante. Aber mehr oder weniger haben wir gewonnen. Und wir haben den Goldfisch. Junge, sind die sind zu inkompetent? Zu dritt? Zu zweit meint.
Alter, das ist so eine Lackbombe. Die sind zu zweit unfähig, den einen mit der Goldfisch zu töten. Der konnte einfach weiter durch. Also, deshalb mag ich die Teams nicht. Ja, also diese. Der wollte mir halt offiziell nicht mal mich treffen. Offiziell, genau. Der wollte ja erst den anderen treffen. Ach komm, ja, lackt euch durch. Im Moment, wenn man scheiße ist und trotzdem gewinnt, weil das Team von den Gegnern einfach der größte Scheiß der Welt ist. Ja, danke. Sprengler, richtige Skillwaffe. So. Und ja, ich weiß, ich sag Sprengler, richtiges Skillwaffe. Aber da jetzt bestimmt wieder kommt, hä, Sprengler ist doch... Braucht man noch Skill damit und dabei spielst du das hier. Ja, aber ich rede mich trotzdem über Gegner auf. Oh, ich dachte, dass ich da irgendwo landen würde. Ungünstig! Wir liegen total hinten und meine Mates haben zumindest hinkriegt, die Person aufzuhalten. Ist ja schon mal ein Anfang. Alter, nervt mich nicht. Junge! Der andere Typ stand hinter ihm und hat mit der Todesnahkampfwaffe nichts hinbekommen. Der hat einfach nichts hinbekommen. Wofür spielt er denn? Nee, er lässt sich einfach vom Pinsel. Der Pinsel hat erst, wenn er mich angegriffen hat, konnte der andere ihn noch töten, aber nein. Der stand einfach nur random rum, hat nichts gemacht. Das nenne ich kein Skill. Damit will ich sagen, ja, was mit der Folge. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut, bis nächste Folge, du bist mindestens 7, ich habe 19 Kills. Ah, Leute. Genau, und dafür kriegt man dann Risse, für so einen Scheiß kriegt man Risse. Deshalb mag ich Ranked nicht so gerne, weil man für sowas halt... Also eigentlich mag ich Ranked, aber deshalb spiele ich Ranked nicht so oft, weil man für so einen scheiß Riss bekommt, weil das Team einfach meistens der größte Müll ist. So, hab einen schönen Tag, mach's gut, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream. Vielleicht kommt morgen endlich mal wieder Fortnite und ja, ciao, ciao.